wunderschönen guten Tag, meine Lieben, denn es ist klar. Nein, ich kann nur sagen, guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gerade dabei, das Essen vorzubereiten und die Mädels helfen mir alle. Wunderbar, bis auf die Izzy. Die Izzy ist ausnahmsweise mal nicht da, fällt mir gerade auf, weil die ist mit dem iPad verschwunden. Naja, okay. Bei der Achilla bin ich gerade auch an den Haaren machen. Mussten wir das aber unterbrechen, weil der Gianni gequengelt hat. Und wir dann Hunger bekommen haben. Nachdem wir das Essen gemacht haben, mache ich hier die Haare zu Ende. Okay, ich schneide hier jetzt auch noch Sachen. Und danach, muss ich sagen, ist unser Kühlschrank leer. Wir müssen dann einkaufen gehen heute noch. Was haben wir da, Kia? Ja. Ja. Heute ist sein letzter Tag in der Bar. Oh ja. Heute hat der Kira Geburtstag. Echt? Ja. Hast du das? Du hast Geburtstag? Ja. Du hast einen Sommergeburtstag. Nein. Ich habe einen Leonard-Geburtstag. Ja? Ja. Lädst du uns nicht ein? Doch. Super. Sie spielt uns ein. Ah, du spielst heute einen Geburtstag. Ich bin auch heute Geburtstag. I don't understand you. Sie sagt, ich spiele heute Geburtstag. Ach so. Okay, lass mal übersetzen. Und mein Geburtstag sind die Puppen sind da. Die Geburtstag. Das habe ich nicht verstanden. Achilla ist so klein, dass sie sich ein Stühlchen genommen hat. Nein, aber die helfen mir wirklich ganz, ganz toll. Gianni futtert alles weg. Achilla schneidet sogar sehr, sehr gut. Und ja, jetzt fange ich an. Ich mache so ein bisschen den Idi nach. Dann habt ihr mich letztens so leckeres Essen gemacht. Ich mache so ein bisschen andere Formen mit Nudeln. Wir hatten es mit Reis, damit es nicht wieder das gleiche ist. Und mit Ante. Ente bei Penny, die habe ich eingefroren. Also sie war schon gefroren. Ich habe sie ins Gefrierfach auch gemacht und jetzt taue ich sie auf. Werde sie scharf anbraten und dann mit dem Ganzen mischen. Lecker, 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 lecker. Was willst du da immer dazu sagen? Mmh, lecker. Der Gianni hat das Fleisch entdeckt und wandert jetzt zum Fleisch. Edi, Schatz, wenn du dich nicht beeilst, mir zu helfen, zu dekorieren, weil ich kann das nicht so gut, ist das Fleisch alle. Die Kinder stürzen sich nämlich gerade darauf. Anschließend mir. Gianni, hi. Ja. Lecker? Oh mein Schatz, du siehst aus. Ja, ja. Super. Gut. Danke für die Hilfe, Kinder. Bitte. Edi, ich sitze dann mal hier. Anderer Blickwinkel. Edi, was machst du? Ich gehe zu Penny. Und was kaufst du? Ich sag's dir. Milch. Sally sagt, wieso gut, das geht. Die freut sich. Der holt mir jetzt Milch, obwohl er sich letztens geweigert hat, Milch zu kaufen. Aber ehrlich. So, ich dachte, das bleibt noch etwas für heute Abend übrig. Celine, wo bist du denn da? Ja, ich gurke. Wir müssen. Wo ist mein Handy? Ich hatte gestern Auszahlung, aber ich habe kein Geld. Ich hab gar nichts. Echt? Hier. Doch, hier. Doch da. Willst du echt damit bezahlen? Soll ich dir Geld geben? Nein. Das zahle ich auf mein Konto ein. Nein. Doch. Brauchst du noch Geld? 8 Euro. 10 Euro. Komm, kauf ein bisschen Obst. Guck mal, was wir da haben. Dann musst du mir Geld geben. Du willst Geld? Echt? Ja. Ich geb dir Geld. Ich geb dir Geld. Beziehungsweise die Kasse habe ich im Laden jetzt. Hey. Hey.
Übertreib mal, Alter, ja? Warum? Ich du brauchst Penny brauchst nicht Milch zu kaufen. Obst. Ah, warte mal, Schatz. Keine Auszahlung von mir. Nimm Tüte mit. Hey, hey, ihr Süßen, wollt ihr was von Penny? Ja! Ja! Wollt ihr Mama, guck, ich bin Mama. Lass sie da. Es ist, die sind alle krank. Achia hat immer noch halbe Frisur. Ich will Schokolade. Schokolade. Kauf uns Schokolade. Schokolade. Ja. Mama, ich dir jetzt. Ja, zieh dir was an. Ja! Echt jetzt? Ach ja, stimmt, ist auch modern. Mach halbe, halbe. So, genau. Mein Schatz, kannst du hier den binden? Zum Zopf. Nimmst du die Kamera mit? Hallo, mein Lieben. Es regnet. Und wir gehen jetzt zu Penny. Gell, Baba? Wir kaufen Schokolade, Lindschokolade. Lind? Ich habe viel Nackidei-Schokolade. Nackidei-Schokolade. Schnell rein. Wir wollen Überraschungseier. Die Kasse ist rollt und Selin bleibt hier. Ich hab diesmal kein Glück. Ich hab einen Hase ohne Körper. Sie hat einen hässlichen Hund. Das ist also. Aber der ist cool. Guck mal, was man mit denen alles machen kann. Oh cool, okay, jetzt ist er nicht mehr so hässlich. Sei noch dein Müll weg. Sei dein Müll. Bin ich, Schatz? Hm? Ja, schau eins. Selin, hier, Schatz. Selin. Halbe, halbe. Mhm. Darf ich auch eins von dir? Selin, ich gebe dir Achille auch eins, ja? Ich wollte eigentlich so einen Chip. So. Selin, Schatz. Schatz, Selin, hier ist deine Schokolade, ja? Oder bekommst du halt deine Süßigkeit. In der Zeit, wo der Idi mit den Kindern weg war, er hat sie ja doch alle mitgenommen, habe ich hier die Küche sauber gemacht. Die Spüle habe ich noch nicht fertig, habe aber den Einkauf samt allen, was die eingekauft haben, und den Kindern eingepackt. Nein, die Kinder habe ich nicht eingepackt. Die sitzen hier und machen gerade eine Süßigkeitenparty. Ich will auch was Süßes. Gibst du mir auch so ein Ei? Das ist deins. Wem gehört das? Mir, aber ich will es weg mir nicht. Okay, dann esse ich deins. Du kannst ein neues haben. Hier. Danke. Machen wir Party? Ja, Schokolade. Mama, guck mal, wo mein Gift ist. Ja. Achia, guck mal, ich habe auch sowas. Cool. Irgendwie isst ihr die aber nie, ne? Die sind euch zu süß. Du bist auch zu süß. Ja, was ich euch sagen wollte, weil ich jetzt gerade dabei bin, die Spüle sauber zu machen, womit ich das mache, ich hatte ja so ein weißer Blitz, hieß das. Das ist bei mir leider alle gegangen. Deshalb nehme ich das. Weshalb ich das andere gerne genommen habe, das war ohne Chemikalien und hier ist schon etwas dabei. Aber viele haben mich halt gefragt, weshalb ich das hier in der Küche habe. Ihr seht zum Beispiel hier überall so Kalkränder. Man braucht nur eigentlich das zu machen. Und dann seht ihr, wie das Ganze sauberer wird. Seht ihr das? Sagen wir mal so. Da. Ist dann kalkfrei. Ich nehme, damit das Ganze noch ein bisschen schneller und einfacher geht, ein bisschen davon und gehe die Spüle gleich durch und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ja, Isel! So, und jetzt das fertige Ergebnis. Ich glaube, das waren so um die 10 Minuten vielleicht. Eigentlich 5, aber die Kinder kamen immer mal wieder. Ich müsste wieder trösten
ich denke mal, das lässt sich so sehen, oder? Da wir ein Paket schon länger da stehen haben und die Isel meinte, Mama, lass uns das endlich mal aufmachen. Jetzt. Warte mal. Warte mal, ich will gucken, wer das da steht. Wow. Das ist für dich. Wirklich total klasse. Vielen, vielen Dank, Nora. Die Kinder freuen sich sehr. Wow! So, und mein Essen ist jetzt auch fertig. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, es ist durch. Ist es durch oder nicht? I don't know. Die tanzt schon, er will die Autos haben. Ja, okay. Ich mache sie dir auf. Wow! Ja, Schatz. Wow, oh, das ist echt cool. Das wollte ich immer schon mal bestellen und habe es nie gemacht. Oh, danke schön. Dani, gefallen die Autos auch so? Maracuja, Vitamin-H-Kur. Nicht aufmachen, ne? Das ist nicht zum Essen, das ist für die Haare. Auf wie eh. Hä? Auf wie eh. Ja. Ja, aber macht mal alles ordentlich wieder in den Karton. Hallo? Möchtest du auch, mein Schatz? Ja? Nein? Also, es schmeckt wirklich super lecker und es erinnert mich total an Amerika und die Claudia, weil die hat das bei Subway immer geholt. Subway. Starbucks. Sie hat das natürlich nicht bei Subway, sondern bei Starbucks geholt. Acelia, wie schmeckt dir das? Acelia hat wunderschöne neue Nägel, die sie ständig verliert. Du bist wie die Mama. Ich verliere auch immer meine Nägel. Ja, aber du hast Glück, dass du sie nicht down fallen lässt. Nee, das nicht. Nur wenn ich irgendwie wie ein Bauarbeiter mich verhalte, gehen sie ab. Also nochmal. Aber bei dir, das ist so leicht. Nee. Bei mir fallen sie ab, weil dann... Und dann? Wie schmeckt es dir? Mama, du wolltest doch immer mal sehen, oder? Mhm. Das ist was zu dem. Und das ist zum Knoten. Knüpfen. Kann ich noch und sowas, das kann die Acelia machen, nicht ich. Das macht man als Kind, das habe ich als Kind immer gemacht. Acelia! Gianni, fangen! Dani, fangen! Und gehen fangen! Du hast deine Tür vom Auto offen gelassen, John. Ja? Hey. Fangen!
Gianni, Attila, holst du ihm bitte den Stuhl? Der steht da. Halt du mir, Mama? Nein, du kannst dich auf die Couch setzen. Super, Gianni. Super, Kinder. Super, Attila. Aber Attila läuft immer noch mit der halben Frisur durch die Gegend. Okay, ich kann mich aber nicht in Luft auflösen. Mama, holt mal ein bisschen Zähne. Liebe, pass auf, dass euer Baby dich kaputt macht. Genau. Unser Baby macht ganz viel kaputt? Ja, und der macht hier das ganze Brot hier kaputt. Ja, aber er isst es auch. Er hat es sich klein gemacht. Ja, ich... Und jetzt isst er es. Ich zerbrösel ihn über... Johnny, sag tschüss. Tschüss. Mein Handy hält. Yeah. Johnny? Schatzi? Guck mal, alle schlafen. Willst du nicht auch schlafen gehen? Nein? Jan, bist du müde? Johnny? Schatzi, bist du müde? Ich bin nicht sicher, was du gerade gesagt hast. Oh. Gianni, komm schlafen. Nein? Gianni, schlafen? Und ich habe in der letzten Zeit so zugenommen und alle schreiben, ob ich schwanger bin. Und ich bin manchmal auch total genervt. Oh Gott, stellt euch mal vor. Läuft nur noch 2 Tage, heute ist Freitag, morgen ist Samstag. Dann bin ich zu Hause und mein Partner. Wir haben Partner, Luke.